Hallo zusammen! Ich habe mich heute mal in das Zimmer von meiner Tochter verkrümelt, weil das immer noch das sauberste und ordentlichste ist. Weil ich hier da eigentlich wirklich drauf achte, außer dass jetzt ein bisschen Spielzeug auf dem Boden rumliegt, aber das Wohnzimmer ist ein Schlachtfeld. Mein Zimmer ist ein Schlachtfeld. Bei meinem Mann traue ich mich überhaupt nicht mehr rein ins Zimmer. In der Küche wollte ich jetzt nicht unbedingt filmen, aber auch die ist ein Schlachtfeld. Ich habe das Gefühl, manchmal mir wächst das alles über den Kopf, ich komme nicht mehr hinterher. Ich meine, ich arbeite ja auch noch. Dann ist da meine Tochter, die ich direkt nach der Arbeit oder fast direkt nach der Arbeit abhole. Und dann die Videos und ich mache, also jetzt nicht, dass ich keine Videos mehr machen will, um Gottes Willen. Aber die Videos ziehe ich dann dem Haushalt vor, weil ich bin kein guter, also ich putze nicht gern, ich räume nicht gern auf. Manchmal habe ich so, kennt ihr das, ihr wacht morgens auf, wobei ich habe das meistens abends, dass ich abends dann plötzlich irgendwie so einen Schub habe und sage, Mensch, jetzt könntest du Bäume ausreißen, jetzt könntest du, Elli, hau nicht die Kamera um. Jetzt könntest du echt aufräumen und was machen. Wenn es abends ist, ist natürlich immer Mist, weil am nächsten Tag ist meistens Arbeit angesagt. Gestern Morgen bin ich um 5 aufgewacht. Und habe echt das Gefühl gehabt, so jetzt möchtest du das machen, jetzt möchtest du das machen. Dann habe ich angefangen, Fenster zu putzen um 5 Uhr morgens. Und dann musste ich zur Arbeit. Und durch diesen Arbeitstag bin ich dann schon so ein bisschen gedämpft worden. Dann den Rest des Tages mit meiner Tochter. Wir haben zwar alles Mögliche gemacht, wir waren dann auch beim Sport mit ihr zum ersten Mal. Und aber als ich dann wieder zu Hause war und Abendbrot gegessen hatte, den Fernseher angemacht habe, da war vorbei. Da saß ich dann da nur noch und eigentlich wollte ich den Blog-Eintrag zu der Brand News Box schreiben. Dann lief auch noch Titanic. Da bin ich da hängen geblieben. Es ist furchtbar. Also das nur dazu, warum ich jetzt so ein Zelt hier hinter mir habe. Und für alle, die die Kinder haben oder vielleicht Kinder bekommen, das Zelt hat sie bekommen. Die kosten auch gar nicht viel. Gibt es in allen möglichen Farben. Ich glaube, war das zu Weihnachten oder war das zum Geburtstag letztes Jahr? Von ihrer Oma und ihrem Opa. Und ich habe erst gedacht, ein Zelt, was willst du denn damit? Das nutzen viele ja als Bällebad, wobei dann würde ich, weil das nur so, könnt ihr das sehen? Das hat nur so läppische Gase hier vorne. Und die Bälle würden natürlich alle rausfallen. Das heißt, am besten irgendwie, man stellt da noch einen kleinen Swimmingpool mit rein und dann die Bälle. Aber es eignet sich wunderbar als, ja, Staufläche. Ich meine, irgendwie, es werden doch automatisch immer mehr Kuscheltiere, die man hat. Und ja, die kann man da alle ordentlich reinschmeißen. Wenn ich gleich Zeit habe, dann zeige ich euch das nochmal. Aber eigentlich geht es um Daddy das Friends Bag. Ja, so groß ist die Box. Mein Mann schickt mir eine Mail. Die Friends Bag ist da. Ist nur Kosmetik drin. Und ich habe nur gedacht, er weiß ganz genau, dass ich nicht wissen will, was drin ist. Ich meine, dann kann ich auf Facebook gehen, auf Friendstips.eu oder wie das heißt, und kann mir durchlesen, was die anderen Leute schreiben, was drin war, weil Versandbestätigung war ja schon Montag, heute ist Donnerstag und einige haben die Box schon vor mir bekommen, einige viele. Von daher fand ich jetzt nicht so prickelnd, dass ich weiß, da ist nur Kosmetik drin, weil Beautyboxen habe ich ja genug, sage ich jetzt mal. Von daher fand ich den letzten Friends Bag, den ich bestellt hatte, das war, glaube ich, die Weihnachtsedition. Das war mein erster und mein bis daher letzter Friends Bag. Den fand ich total super, weil da waren auch Stifte mit drin und das war so ein bisschen Mischmasch. Da war Nagellack mit drin, da waren, ich glaube, ein Wein oder ein Prosecco mit drin. Das war so wirklich einmal durch die Bank weg. Und von daher, wenn es tatsächlich so ist und es sieht ein bisschen so aus, es ist ja eine Jubiläumsedition, deswegen habe ich mir die bestellt, weil ich eben wissen wollte, ja, was ist da drin und naja, also offensichtlich nur Beauty-Kram. Aber schauen wir einfach mal. Ich versuche, wenn ich meine Videos angucke, stelle ich fest, dass ich relativ häufig M sage. Mit meinem alten Videoschneideprogramm konnte ich die M's immer relativ gut rausschneiden. Mit dem neuen kriege ich das irgendwie nicht gebacken, ohne dass das
klingt. Und was wollte ich jetzt sagen? Also von daher, ich versuche weniger M's zu machen. Und ich hoffe auch, dass das Licht einigermaßen geht, weil da ist ein Fenster, dass sich das nicht allzu sehr spiegelt in der Brille. Ich sehe heute wieder gut aus, ne? Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes hier mit den Haaren, finde ich. Aber es dauert natürlich auch eine Weile. Erstmal ist das keine Tönung, sondern eine Farbe. Schlau, wie ich war. Aber ich fand die Farbe einfach so schön, als ich sie auf der Packung gesehen habe. Und da habe ich sie einfach mitgenommen, ohne zu gucken, was es wirklich war. Und dann hatte ich es zu Hause und dann habe ich es drauf geknallt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt dann wusste, es ist eine Farbe. Den Pony rauswachsen zu lassen, habe ich noch nie gemacht. Noch nie in meinem Leben hatte ich kein Pony. Das dauert natürlich auch eine Weile. Es dauert einfach, denke ich mal, bis die Farbe jetzt raus ist. Und mein Plan ist einfach länger und blond. Ja, Klischee. So, jetzt fangen wir aber an, nach 7 Minuten fast, endlich mal mit Daddy Das Friends Bag. Da haben wir einmal von CMD Naturkosmetik eine Broschüre, Rio de Coco. Eine Broschüre. Dann Ocean Pharma Skin Icer Shampoo Werbung. Kenne ich jetzt gar nichts? Habe ich das gerade gesagt? Oh Gott, es tut mir leid. Kenne ich gar nicht. Und dann noch ein Neukunden-Coupon von CMD Naturkosmetik. Und ich habe noch nicht mal angefangen, wirklich den Daddy Das Bag aufzumachen. Und meine Füße sind eingeschlafen. Oh Gott, wenn ich jetzt bloß von meinen Füßen runtergehe, dann rutsche ich eine Etage tiefer, dann seht ihr mich nicht mehr. Okay, mein Mann hat gesagt, da sind nur Beauty-Sachen drin. Aber könnt ihr das erkennen? Die ist auf jeden Fall vollgestopft. Bis oben hin. Oh. Elli, jetzt bin ich fast auf deiner Ebene. Dein Bauch gulert. Ich pack mal das erste aus. Und dann komme ich wieder hoch. Ist so, ne? Man ist nicht mehr die Jüngste. So mit Füße einschlafen, das habe ich früher länger ausgehalten als 7 Minuten. Ich versuche es einfach mal. So, da haben wir als erstes von Uma ein kleines Lipgloss-Set für 3,98 €. Da sind 5 kleine Farben drin. Und soll ich euch was sagen? Ich war letztens bei Woolworth und da lag das. Ich bin der Meinung, das war fast das. Und ich hatte es in der Hand. Und ich habe es wieder zurückgelegt, weil ich dachte, ach, was soll das? Du hast genug Lipgloss. Auch wenn die so klein sind und so günstig waren. Und trotzdem habe ich sie wieder zurückgelegt. Und irgendwie freue ich mich, auch wenn Uma jetzt nicht die prickelndste Marke ist, aber irgendwie freue ich mich, dass ich das Set jetzt trotzdem habe. Weil das ist echt süß, ich sag mal so, um in die Jackentasche zu stecken. Und ja, ich finde die total niedlich. Könnt ihr was erkennen? Ja, so, das sind die Farben. Ich finde die Farben auch ganz angenehm. Das geht so von Aprikot über relativ Nude-Töne ins Bräunliche. Finde ich ganz schön. So, dann haben wir ein Parfüm von Versace Eros. Ist Eros dann... Ist das weiblich? Das sieht so ein bisschen männlich aus, aber... Sure. Oh, ich hasse das, dass meine Nase immer juckt, wenn ich ein Video drehe. Ich sprühe das jetzt einfach mal auf. Da kommt bloß nix. Ist aber was drin. Ich höre das. Ja, sag mal. Jetzt. Es ist so ein Mischmasch. Ist das für eine Frau? Vielleicht sollte ich den Zettel lesen. Steht gar nichts. Das sind aus dem Protokoll streichen. Das ist ein Milliliter. 100 Milliliter kosten 79,90 €.
Aber ob das jetzt für Herren oder Frauen ist. Also ich würde fast sagen, das ist ein Herrenduft. Stecke ich meinem Vater noch mit ins Osterei. Das Ding ist bloß, dass meine Mutter sich das immer alles krallt. Ich sag mal, wenn da jetzt so Herrendüfte bei sind und ich sag, das ist für Papa, ne, zack, ist es weg. So, dann haben wir noch einen Duft. Oh, das sieht ja toll aus. Könnt ihr das sehen, dass das so funkelt? Na. Das glitzert total schön. Flash von Jimmy Choo. Ist das nicht der Mensch, der Schuhe macht? Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Oh, jetzt ärgere ich mich, dass ich den als Eau de Toilette für einen Mann, glaube ich, drauf habe. Oh Mensch. Also das heißt natürlich nicht nur, weil das jetzt so schick aussieht und weil das von Jimmy Choo ist. Choo oder Schuh? Choo. Dass das gut riecht. Aber ich finde alleine, das finde ich schon total klasse. Der Flakon sieht so aus. Frag mich, ob der auch so ein bisschen glittert. Also das würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall für uns Damen. Das natürlich nicht heißen soll, dass es Männer nicht tragen dürfen, aber ja, es riecht ganz gut. Ist definitiv ein angenehmerer Duft als das hier. Weil das, der Herrn, das ist doch, ja, zum 10. Mal ist es ein Herrenduft. Das riecht ganz gut, aber blumig. Ich bin nicht gut im Düfte beschreiben. Was sagt uns denn unser Zettel? Das sind 2 Milliliter. Originalprodukt liegt bei 39,95 für 40 Milliliter. Heißt Flash, falls ich das noch nicht gesagt habe. Also es riecht total. Also es riecht wirklich gut. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, sondern es ist was, wo ich wirklich drüber nachdenken würde. Vielleicht nochmal eine Runde ums Einkaufszentrum drehen würde und dann gegebenenfalls zurückkommen würde oder es mir dann eben wünschen würde zum Geburtstag. Ich rede heute wieder einen Stuss, ne? Es tut mir leid. Auch hier leider nicht auf Deutsch. Flash is a solar floral based around a bouquet of white flowers. Den Rest lese ich jetzt nicht vor, aber mit Blumen lag ich dann wohl schon ganz richtig. Es riecht gut, wirklich. Dann haben wir von Jean Piobert. Da. Eine Sondergröße 5 Milliliter. Ach, das ist ein Bad. Nee. Hier steht Moisturizing Bath drauf, aber hier steht fürs Gesicht. 59 € für 30 Milliliter. Die komplette Feuchtigkeitsversorgung der Haut 24 Stunden lang, 2-Phasen-Lösung. Also ist offensichtlich kein Bad. Es hätte jetzt auch nicht ausgesehen wie ein Bad, aber es. Okay, es ist dann so ein Pumper, so eine Flüssigkeit. Gott, ein riesen Zettel. Naja, wahrscheinlich in sämtlichen Sprachen, die man sich so vorstellen kann. Ein wahres Feuchtigkeitsbad für die Haut. Morgens unter der Tagescreme und abends unter der Nachtpflege oder alleine. Schütteln Sie den Flakon direkt auf Gesicht und Hals aufsprühen oder zuerst in die Handfläche leicht einmassieren. So, den kriege ich da jetzt bestimmt nicht wieder rein. Also lassen wir ihn erstmal liegen und machen weiter. Ach du liebes Lieschen, jetzt bin ich schon bei 16 Minuten. Jetzt haben wir noch von Uma was, ein Rouge. Ich bin ja nicht so der Rouge-Träger, weil ich ja eh, also ich bin ja so blass. Aber wenn ich irgendwie so ein bisschen in Wallungen komme, dann kriege ich sofort rote Hamsterbacken. Und wenn ich dann auch noch Rouge nehme, sehe ich meistens so ein bisschen bescheuert aus. Das ist eine Originalgröße Romantic Rose 02 für
2,98 €. Okay. Das ist jetzt so mittelträchtig, aber kann ich nicht wirklich gebrauchen. Haben sie wohl Wohlwort aufgekauft, oder? Also hier haben wir von, nochmal von Uma. Ich werde nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so großartig getestet habe. Ich weiß halt, dass es das bei Wohlwort zu kaufen gibt. Ja. Papa schiebt dich nicht, Papa steht nur hinter dir. Ich bin jetzt gerade bei der Metro und guck mal, ich habe doch gerade gesagt, es gibt es nur bei Wohlwort oder habe ich bei Wohlwort gesehen. Aber schaut mal. Ist also nicht nur Wohlwortware. Ein Kajal in Schwarz zusammen mit so einem Smudger oder wie die Dinger heißen. Der kostet 2,98 €. Ist auf jeden Fall eine Menge drin hier in diesem kleinen Dingenskirchen. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift, würde ich sagen. Ja, die Farbe ist so, was ist das? 45, Pam and her son. Kostet 2,88 €, ist die Farbe Nummer 45. Das ist so, ja, auch so Aprikot-Farben. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie, also passt, glaube ich, zu dem Lipgloss hier drin. Bin mir nicht sicher, ob das meine Farbe ist. Eher nicht. Oh, meine Füße. Aber ist gleich vorbei. Ihr habt es gleich. Und ich auch. So, dann haben wir noch was von Uma. Eine Lidschattenpalette. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ist auch ganz gut pigmentiert. Farben gehen auch. Ich habe einen quietschroten Lippenstift drauf. Sieht man überhaupt nicht, oder? Irgendwie sehe ich aber sowieso kacke aus. Ich finde die Haare und... Aber das Thema hatten wir ja schon, ne? So. Ich hatte doch eben noch so ein Tübchen in der Hand. Dann haben wir von CMD die Rio de Coco Handcreme mit Bio-Kokosöl. Das lasse ich jetzt zu, weil sonst ufert das noch zu sehr aus, das Video. Und von Skinizer, oder es soll wohl Skinizer oder sowas heißen, ein Shampoo mit Mikroalgen-Aktivschutz für irritierende und juckende Kopfhaut. Das werde ich meinem Mann geben, weil der hat Schuppenflechte und im Moment benutzt er dieses totes Meersalz-Shampoo. Das funktioniert auch ganz gut. Da werde ich ihm das einfach aufs Auge drücken. Mal gucken, was das kostet. Achso, die Handcreme 1,40 €. Und jetzt bescheuert, wo ist denn das? Ach, da oben. 15,90 €. Also den Preis. Ich darf hier nochmal runterrutschen. Die Box ist leer. Tut mir leid, dass ich jetzt hier unten hänge. Den Preis für die Box habt ihr auf jeden Fall wieder raus. Das nächste Mal hampel ich nicht wieder so viel rum. Ich verspreche es. Da sitze ich wieder auf der Couch. Ich dachte bloß auch, dadurch, dass ja dieses ganze Chaos herrscht, überall in jedem Zimmer, dass es vielleicht auch mal ein anderer Hintergrund für euch ist, auch wenn es nur ein Spielzeugzelt ist. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich bin ganz zufrieden mit dem Friends Bag, aber ich muss sagen, es ist mir wirklich ein bisschen zu sehr Beauty-lastig. Und ich meine, es ist ja für Frauen der Frauenbag gewesen, aber trotzdem hätte ich mir irgendwie ein bisschen noch was in eine andere Richtung gewünscht. Also wie gesagt, ich finde die Sachen gut, aber ich finde es halt schade, dass es wirklich nur 100% Beauty ist und nicht noch irgendwie eine andere Kleinigkeit, noch was, oder ist, ja. Ich bin heute bescheuert, tut mir leid.
Ich finde nicht mal ein Schlusswort, Elli. Ach, Elli interessiert das alles nicht. Die liegt hier auf dem Teppich. So, wollt ihr jetzt nochmal das Innenleben vom Zelt sehen? Das ist recht unspektakulär, weil da einfach nur ein paar Kuscheltiere drin liegen. Aber ich baue euch mal eben ab, dann seht ihr noch was anderes außer das Gesicht und Beauty-Kram. So, Elli, du musst mal kurz dein Puschi. Warum sollte die Elli ihren Po wegnehmen, ne? Hm? So, und dann habt ihr eben hier, das ist im Prinzip nur die ganze Tür. Ich hätte das, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn das unten oder so auch noch fest gewesen wäre. Hätte man das Kind da auch mal einsperren können. Oh, wie fies. Aber manchmal möchte man das. So. Das ist das Innenleben. Hier drin ist es, also wenn man längere Zeit hier drin ist, also das ist, könnt ihr sehen, da oben ist es zu. Und es hat zwar ein Fenster, es hat sogar zwei Fenster, aber es ist trotzdem recht warm. Und ja, hier liegen noch zwei alte Stillkissen drin. Das blaue hier, das war meins und mein Mann fand das so bequem zum Draufliegen, dass er auch eins haben wollte. Nur sind da Fusseln drauf, das ist von den Kuscheltieren, das ist nicht dreckig. Ich habe einige Fusseln. Und ja, deswegen haben wir ein blaues und ein gelbes. Das blaue ist aber viel schöner, weil das eine ganz andere Füllung hat. Das war auch teurer. Und ja, das gelbe war dann, hört ihr schon, ne? Da sind so kleine Schaumstoffkügelchen drin und hier ist, ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Irgendwas anderes. Aber das ufert jetzt aus. Und ja, jetzt wird das aber nicht mehr benutzt und mein Mann wollte es jetzt auch plötzlich nicht mehr haben und deswegen liegen die jetzt hier drin, um das Ganze auch ein bisschen auszupolstern. Ja, dann haben wir hier so ein Schweinchen, einen ollen Delfin, eine Katze, ach, keine Ahnung. Den kennt ihr vielleicht. Sie steht auf Winnie Pooh und dann haben wir hier Piglet. Wie heißt der hier in Deutschland? Ferkel, ne? Und den findet sie ganz toll. Ich glaube, den habe ich mal von Primark. Ja, also das ist das Innenleben von diesem Zelt und wenn immer sie irgendwelche Kuscheltiere neu bekommt, dann landen die da drin und ich bin eigentlich ganz froh, dass die aus dem Weg sind, weil Kuscheltiere stauben doch ein und wie man hier an dem IKEA-Ball sieht, der sieht auch schon so ein bisschen fisselig aus. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch allen ganz tolle Ostern, sammelt fleißig Eier. Und bei uns fängt es jetzt gerade wieder an zu schneien. Ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser über die Ostertage, dass man vielleicht auch ein bisschen draußen ja die Zeit verbringen kann und nicht nur in der Stube oder Bude hocken muss. Also ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein ganz tolles Osterwochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Sorry für das Chaos.